Ich stehe heute hier mit Timo Beermann und mit Daniel Latkowski. Timo kommt gebürtig aus Osterkappeln und kam als 13-Jähriger zum VfL Osnabrück. Nachdem er über die zweite Mannschaft 2011 den Schritt zu den Profis geschafft hat, ist er 2013 nach Heidenheim gewechselt. Nach 7 Jahren in Baden-Württemberg ist er nun in diesem Sommer zurück nach Osnabrück zurückgekehrt und hat sich seitdem nahtlos im Profiteam wieder eingefügt. Neben Timo steht Daniel Latkowski. Über Eintracht Rulle und den SC Achmor bist du 2008 zum VfL Osnabrück gekommen und wurdest gemeinsam mit Timo im NLZ ausgebildet. Nachdem dir der ganz große Schritt verwehrt geblieben ist, hast du dennoch eine beachtliche Karriere mit Stationen in Meppen, Lotte, Rödinghausen und Wiedenbrück hingelegt. Bereits während deiner Zeit beim VfL hast du 2012 mit einem BWL-Studium an der Hochschule Osnabrück begonnen und spielst aktuell nicht nur in der Regionalliga beim SC Wiedenbrück, sondern arbeitest parallel auch als Senior Financial Analyst bei den Paracelsus-Kliniken Deutschland. Zwei sehr spannende Werdegänge. Die erste Frage, Eule, die geht an dich. Timo, du stammst aus Osterkappeln und bist als 13-Jähriger zum VfL Osnabrück gewechselt, wie gerade schon gesagt. Wie war deine Zeit im NLZ des VfL? Welche Dinge sind dir in Erinnerung geblieben? Du bist, glaube ich, erste Berührung auch übers Ostercamp beim VfL so ein bisschen gelandet. Ja, genau. Es war so ein bisschen beim Ostercamp, hatte mich Heiko Flottmann so ein bisschen entdeckt. Aber grundsätzlich kam es dann eigentlich über den Stützpunkt, dass Ralf Balzes mich damals angerufen hatte und mich gefragt hatte, ob ich Lust hätte in der C-Jugend. Damals waren die in der Regionalliga aufgestiegen, ob ich kommen möchte. Und ja, dann habe ich mich dafür entschieden. Und es fing eigentlich relativ schleppend an, weil ich auch dann in der C-Jugend viel Rückenprobleme hatte. Ich weiß nicht, ob das über den Kunstrasen oder so kam, aber ja, fing das schleppend an. Und dann wurde es eigentlich von Jahr zu Jahr besser. Ich hatte mich immer besser eingefunden in den Verein. Und ja, so ging das immer weiter von C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend, dann die zweite Mannschaft. Und besonders in Erinnerung geblieben ist eigentlich damals mein A-Jugendjahr, mein erstes, als wir mit die coolste Mannschaft damals hatten, in der ich war. Und wir den Bundesliga-Aufstieg geschafft hatten und wir jetzt auch immer noch Kontakt haben mit der Gruppe, ja, was sehr cool ist. Und es war einfach allgemein eine sehr schöne Zeit. Das freut uns natürlich immer sehr zu hören. Die nächste Frage geht an Daniel. Deine ersten Schritte im Fußball, die hast du, wie eben auch schon gesagt, bei Eintracht Rulle und dem SC Achmor gemacht, als du dann zum VfL Osnabrück gewechselt ist. Kannst du dich noch an die Reaktion in deiner Mannschaft und in deinem Umfeld, in deinem Verein erinnern? Wie war das so? Haben alle gesagt, ja super, dass du zum VfL gehst, oder gab es vielleicht auch die ein oder andere kritische Stimme? Ja, ich glaube, im Großteil standen alle sehr, sehr positiv dem gegenüber, weil der VfL Osnabrück mit seiner Jugendarbeit das Aushängeschild im Stadt- und Landkreis ist. Natürlich gibt es vereinzelt auch Leute, die das nicht so schön sehen und sagen, ja, warum bleibst du nicht bei uns? Wieso bleibst du nicht in Achmar? Damals kann ich mich dran erinnern. Dennoch stand für mich immer der Traum, Profifußballer zu werden, im Vordergrund. Und daher war für mich der logische Schritt, dann damals im Jugendbereich zum VfL zu gehen. Timo, die nächste Frage wieder an dich. Das schaffen ja leider immer nur sehr wenige unserer Spieler in den Profifußball. So eine Faustregel ist, wenn es 1% ist, dann ist es schon gut so ungefähr. Welche Fähigkeiten, Werte und Tugenden würdest du sagen, hat dir die Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum hier beim VfL Osnabrück mitgegeben, um den Schritt zu den Profis dann halt auch eben tatsächlich schaffen zu können? Ja, es waren viele, viele Dinge. Für mich persönlich war es halt so, dass ich jetzt nicht unbedingt der talentierteste Spieler war. Ich bin sehr viel über den Willen gekommen, musste immer ans Limit gehen, und wenn ich das nicht geschafft habe, dann hätte ich, glaube ich, auch schnell Probleme bekommen. Und ja, es waren viele Sachen. Teamgeist, worauf viel Wert gelegt wurde, auch gerade von den Trainern. Das wurde immer von Grund auf eigentlich. Disziplin war wichtig, dass wir immer, dass wir vernünftig miteinander umgegangen sind und sowas, das hat mich schon geprägt und ich glaube, dafür stehe ich heute auch noch. Die nächste Frage dann wieder an Daniel. Aktuell spielst du in der Regionalliga West beim SC Wiedenbrück und arbeitest parallel, eben auch schon kurz gesagt, als Senior Financial Analyst bei den Paracelsus Kliniken Deutschland. Welche Fähigkeiten und Tugenden würdest du sagen, hast du während deiner Zeit im Nachwuchsleistungszentrum erlernt, die dir dann auf deinem Weg zur dualen Karriere dann auch geholfen haben? Ja, in erster Linie vor allem halt gutes Zeitmanagement. Ich glaube, man muss in jungen Jahren schnell lernen, neben dem vielen Training die Schule nicht zu vernachlässigen. Bedeutet,
dass man seine Freizeit auch dementsprechend ausrichtet. Als zweiten großen Punkt ist natürlich dieser Leistungsgedanke. Also immer sein Bestes zu geben, das Beste rauszuholen und diesen Ehrgeiz, den man im Fußball entwickelt, dann vielleicht auch in der beruflichen Karriere mitzunehmen. Und ich glaube, das sind so zwei Komponenten, die ich mit ins Berufsleben reingenommen habe. Und die nächste Frage geht einmal an beide. Für alle jungen Kicker aus der Region Osnabrück, die davon träumen, irgendwann mal an der Bremer Brücke spielen zu können, spielen zu wollen, was würdet ihr den Jungs empfehlen auf dem Weg dahin? Und die zweite Frage, was erwartet Spieler, die sich für eine Ausbildung im NLZ entscheiden? Ja, die Jungs erwartet auf jeden Fall, glaube ich, super Trainer, super Trainerteam hier immer, wirklich perfekte Bedingungen. Hier wird immer daran gearbeitet, dass man sich vor allem halt fußballerisch weiterentwickelt, aber auch, dass die Schule nicht vernachlässigt wird. Und empfehlen kann ich, traut euch einfach, dass sich die Jungs trauen, aus der Komfortzone rauszugehen und wie soll man es sagen, einfach am besten, dass man einfach auch mal einen steinigen Weg geht und der wird dann am Ende auch vielleicht belohnt. Ja, empfehlen kann ich einfach dem Traum an der Bremer Brücke alles unterzuordnen, bedeutet Gas zu geben, mehr zu tun als die anderen, und erwarten tun sie, glaube ich, eine funktionierende Gemeinschaft, die richtigen Werte an die Spieler weitervermittelt, in meinem Fall, wie man auch sehen kann, fürs Leben. Und ich würde einfach den Schritt wagen und sich mit dem Besten messen. Ganz abschließend noch eine persönliche Frage. Wie gesagt, ihr seid hier die U-Mannschaften mehr oder weniger Jahr für Jahrgang durchlaufen. Wie habt ihr denn eure Zeit hier überhaupt erlebt und mit welchem Gefühl blickt ihr hier auch so ein bisschen auf die Zeit im Nachwuchsleistungszentrum zurück? Fangen wir mal bei Daniel an. Unheimlich schöne Zeit. Man denkt sehr gerne zurück. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in jeder Jugendmannschaft in der höchsten deutschen Spielklasse gespielt habe. B-Jugend-Bundesliga, 2 Jahre A-Jugend-Bundesliga, wo wir uns mit Hertha BSC, VfL Wolfsburg, Hannover 96, Hamburger SV jedes Wochenende messen konnten. Die Jungs waren individuell besser als wir, aber wir hatten halt eine starke Gemeinschaft und haben jedes Jahr die Klasse halten können. Es war eine richtig schöne Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht und hat einen halt auch super auf das Erwachsenwerden vorbereitet. Eule, wie siehst du das? Ja, Latte hat ja eigentlich viel gesagt. Kann ich eigentlich kaum was hinzufügen. Mir geht's genauso. Ich hatte eine super Zeit hier und was einfach auch für mich persönlich unfassbar schön ist, dass man auch Freunde fürs Leben hier kennengelernt hat, mit denen man halt immer noch richtig guten Kontakt hat. Latte zum Beispiel oder auch viele andere. Und wir haben dann halt Fußball, ist schon auch trotzdem immer noch ein bisschen der Mittelpunkt bei uns. Treffen uns mal abends oder nachmittags zum Fußball gucken. Man hat die gleichen Interessen und das ist, die Leute lernt man halt hier kennen und das ist schon richtig cool. Jungs, vielen Dank für das Interview. Daniel, für dich im weiteren privaten Weg alles, alles Gute und Timo, dich sehen wir dann am Sonntag wieder auf dem Platz beim Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg. Vielen Dank für eure Zeit.